Hat er dich so zusammengeschlagen? Ja, nachdem du gegangen bist. Danke. Kann ich sonst noch was für dich tun? Hast du ihn provoziert? Jetzt für eine Provokation ist, dass ich im Park spazieren gehe. Man muss ihm noch irgendeinen Grund gegeben haben, dass er... Isabel, als er auf mich einschlug, ich hab gedacht, er bringt mich um! Hast du mal den Verbandskasten? Ja, klar. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist von dem Marc. Komm, jetzt verarzten wir dich erstmal auf deinem Zimmer und Marc, da brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Bitte. Danke. Hallo. Hier bitte. Alles klar? Bei mir schon, aber gerade eben habe ich Isabel mit diesem Typen gesehen. Sebastian? Er sah ziemlich lädiert aus. Haben Marc und Isabel wieder Stress? Ohne dir vorher Bescheid zu geben, müssen wir die beiden nie wagen. Ich bin nicht deren seelischer Mülleimer. Aber so wie es aussieht... Kontakt anzeigen? Kindskopf, ich suche ein Auto. Warum gehst du nicht zum Händler? Weil die Gebrauchtwagenhändler alle denken, die könnten mich übers Ohr hauen. Nur weil ich eine Frau bin. Vermute ich ein Neues. Wenn du mir das Geld gibst. War ja nur so ein Gedanke. Schon okay, aber... Wie wär's, wenn du nachher mitkommst? Naja, wenn die Verkäufer dich sehen, dann würden die nie auf die Idee kommen, mir Schrott anzudrehen. Ist kein Problem, nur heute ist schlecht. Ich bekomme Besuch von einer guten Freundin. Ja, dann sag doch einfach Bescheid, wann du kannst. Klar, mach ich. Entschuldige die Verspätung. Ist doch egal. Hauptsache, bist endlich da. Hey, gut siehst du aus. Ja, du auch. Ich hab mir was für dich. Oh, wie süß. Und wie einfallsreich. Ja. Ist doch schon eine Weile her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben, aber ich denke, du sammelst die Dinger immer noch. Mhm. Ich habe auch was für dich. Ein Ableger deines letzten Geschenks. Was? Den gibt's noch? Der hat einen Ehrenplatz. Oh, da hast du also schon eine Wohnung gefunden? Nee, mein Kram steht in Berlin auf Abruf. Jetzt gleich habe ich einen Wohnungsbesichtigungstermin. Ich kann mich ja auch mal umhören. Ja, das wäre schön. Ja? Ich muss dir unbedingt Nina vorstellen. Nina, kommst du mal bitte? Nina, das ist Jule. Jule, Nina. Freut mich. Hi. Hi. Jule und ich, wir waren der Albtraum der Lehrerschaft. Die waren froh, als wir endlich unser Abi in der Tasche hatten. Lasst mich raten, und jetzt wolltet ihr die Gegend unsicher machen. Solange es die Wohnung suche und meinen Job es zulassen. Du suchst eine Wohnung? Mhm. Dann sind wir ja Leidensgefährten. Ich suche nämlich ein Auto. Es ist fast genauso schwer. Wollte dir der Händler diesmal eine Kutsche andrehen, oder was? Oh, erinnere mich bloß nicht daran. Magst du ein Prosecco? Oh ja, gerne. Gut, dann besorge ich uns mal einen Begrüßungsdrink. Sag mal, wie geht's eigentlich Marc? Du, der ist oben. Ich sag ihm Bescheid, dass du hier bist. Der freut sich bestimmt auch riesig. Ich freue mich auch total. Ja? Ich hole ihn. Mhm. Wenn Simon und Marc nicht gleich kommen, dann stoßen wir ohne sie an. Geben wir ihnen noch 2 Minuten. Männer sind Spätsünder. Hallo, Lena. Hi, Mama. Hallo, Schatz. Darf ich vorstellen, das ist Jule. Jule, meine Mama Elisabeth Ryan. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ebenfalls. Setz dich doch zu uns. Ach ja, gern. Jule kommt aus Berlin. Sie ist eine Freundin von Marc und Simon. Und jetzt suche ich eine Wohnung. Ach, dann bleiben Sie also für länger hier. Ja, ich habe hier einen Job angenommen. Bei einem großen Reiseveranstalter. Dann viel Glück. Danke. Hey, ihr seid... wo ist denn Marc? Beziehungsstress. Hallo, Simon. Guten Tag, Herr Ryan. Sehr schlimm? Lass mich besser mal alleine. Also, mit dem Anstoßen, das wird jetzt leider nichts mehr. Ich muss echt zur Wohnungsbesichtigung. Wir können uns ja heute Abend wieder treffen. Sorry, aber ich habe leider Dienst. Ja, ich auch. Schade. Dann eben ein andermal. Ja, aber komm doch später noch im Schneiders vorbei. Ja, gut. Mhm. Und viel Glück mit der Wohnung, aber sorry, ich guck noch mal nach Marc. Ja, machen das. Ja, dann bis irgendwann mal. Mhm. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Sie ist eine Freundin von Simon. Sie ist eine Frau? Mom, ich suche ein gebrauchtes Auto und keine Frau. Ach ja?